Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute wieder als Premiere, können wir gerne wieder schreiben, was ihr gerade macht. Hoffe, euch geht's gut, einigermaßen. Also ich kann das Wort Quarantäne habe ich heute gehört. Ich kann es auch gar nicht mehr hören. Also entweder geht die Welt gerade unter oder es ist alles eine Riesenverschwörung oder das ist echt total ätzend alles. Genau, was wollte ich noch sagen? Ja, es sind ja, glaube ich, auch, hatte ich so den Eindruck gestern, dass da einige neue dabei sind. Also guckt euch nicht nur die Videos an, macht auch die Kurse, da ist wirklich, weil ich bekomme ja doch viel ähnliche Fragen, ist auch total in Ordnung. Ich beantworte immer wieder, sind ja auch häufig dann nochmal den Schwung da dran oder der Schwung da dran. Das ist ja auch, dann kann man das, diese, was ich so lehre, auch besser umsetzen, wenn man das mal in verschiedenen Konstellationen hat. Aber trotzdem, der Ablauf, wie du aus diesen Beziehungen rauskommst, ist in meinen Kursen drin, ne? Modul 0, 1, 2. Total easy. Also Umsetzung ist, man kommt um die Schmerzen nicht drum rum, sich mit seinen eigenen Wunden auseinanderzusetzen und seiner eigenen Co-Abhängigkeit eventuell oder seinen eigenen Täterseiten. Also da kommt man nicht drum rum, aber der Weg ist da beschrieben. Und ja, also wie gesagt, guckt, also. Und wenn ihr viel Videos guckt, macht es gerne. Guckt auch gerne mal ältere Videos. Da habe ich viele Sachen auch noch mal ausführlicher erklärt. Jetzt ist es ja teilweise manchmal so ein bisschen, weil wiederum diejenigen, die fast jedes Video gucken, die, weiß ich nicht, dann die, für die ist es dann wieder besser, dass ich die Sachen ein bisschen kürzer erkläre. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber schaut einfach mal auf Liebeship vorbei und nächste Woche geht ja auch die Selbstliebe-Challenge Advanced los und auch als Gruppenkurs, der Ex-Detox-Kurs. Ja, und ich biete mal wieder so ein paar Sessions an, so für die Paare, die das gucken. Da denke ich, höre ich immer so, dass es da ja auch kracht, scheinbar bei vielen, vermute ich mal. Gut, aber dazu vielleicht im anderen Video nochmal mehr. Ich überlege auch, ob ich mal so ein paar Online-Kurs mache, mit so einfach so Wissensvermittlung. Wenn ihr das gut findet, könnt ihr gerne mal kommentieren. Genau. Heute haben wir mal wieder eine Mail von Nastaschka und ja, ähnliches Thema hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon mal, aber weil das, glaube ich, vermute ich mal sehr viele betrifft, nehmen wir es mal nochmal auf. Und das schöne Thema ist Hilfe, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich bin geneigt in der C-Zeit, Hemschi kann das Wort ja nicht mehr hören, meinen toxischen, egozentrischen Ex wieder zu kontaktieren. Oh. Okay. Beziehungsweise auf seine Kontaktanfrage, falls ich zurzeit einsam bin, mit ihm zu telefonieren, einzugehen, weil mir gerade alles egal ist. Also die Idee ist so ein bisschen, wir sterben ja eh alle. Da kann ich auch noch mal einmal mich schön durch den Kakao ziehen lassen und Energie abgeben. Das ist so ein bisschen, mal ein bisschen provokant gesagt. Also ich verstehe das natürlich total. Ich denke mir dabei, dass er mich nicht mehr verletzen kann. Ich gucke mal wieder ins goldene Buch des Datings. Das ist ja gestern auch sehr gut angekommen. Also, toxischer, egozentrischer Ex, getrennt, Kontaktaufnahme wieder. Okay. So, was steht denn da? Willst du mit deinem toxischen Ex noch eine Runde drehen? Ist es genauso wie blind über die Autobahn gehen? Ah, okay, da haben wir es ja. Also, das ist natürlich. Jetzt muss ich mal. Ich wollte ich mal eins heute sagen. Natürlich, jeder macht hier. Also, die Narzissten und die Egozentriker, die Bindungsängstler machen, was sie wollen. Die Verlustängstler und Pluspole machen. Also, jeder kann hier machen, was er will. Ne? Also. Und ich habe nur eine Bitte immer,
dass man das möglichst bewusst macht. Also wenn ich jetzt bewusst sage, so, mir ist alles egal, ich will jetzt nochmal richtig Thrill und Schmerzen spüren und weinen und toxischen Sex und Drama und verarscht werden und ich brauche jetzt einfach nochmal diese Achterbahn, damit ich an den ganzen anderen Scheiß nicht denke, okay, go for it. Echt überhaupt kein Problem. Also dann mach's bewusst. Nur dann würde ich aber auch in 2, 3, 4 Wochen, dann würde ich dann nicht sagen, oh, mein böser Ex, oh, er ist so gemein und hat mich wieder verarscht und doch eine andere. Dann muss man einfach zu sich selbst sagen, ja, ich bin in Kauf genommen, war mir scheißegal. Dann mach das. Ne? Gut, was steht hier noch? Und dass er dich nicht mehr verletzen kann, ist natürlich totaler Quatsch, muss ich es einfach mal sagen. Weil, also im Verletzen und Manipulieren sind die meist, weiß ich nicht, also auf dem Gebiet würde ich mich ungern da messen wollen, aber was nicht heißt, dass Minuspole auch sehr verletzt sein können, auch massiv. Also wenn die so eine narzisstische Kränkung haben, können die auch sehr verletzt sein. Also das vielleicht ist es sogar, also je nachdem, wer wen abschießt, ist es vielleicht auch beiden, die denen ganz viel wehtut, das kann schon sein. Aber die Idee, dass er dich jetzt nicht mehr verletzen kann, das ist wirklich, ich will jetzt nicht sagen naiv, aber weil ich kenne dich nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass du naiv bist, aber das ist eigentlich ein Drogendenken. Ja? Das ist so, ja gut, jetzt habe ich mal 6 Monate keinen Koks mehr genommen und ach, jetzt Corona-Zeit, scheiß was drauf, noch ein bisschen Spaß haben. Kann ja nichts passieren. Das ist eine ähnliche Denke. Jetzt kann man natürlich, also jetzt, der Drogen vielleicht ist auch insofern gut, wenn ich natürlich jetzt wirklich sage, ey, mir ist echt, also ich meine, man muss jetzt aber immer wieder sagen, Corona ist nicht die Pest oder so, ne? Da sterben jetzt nicht wie bei der Pest 50% der Leute und, also ich will jetzt auch gar nicht auf Corona, ich will auch gar nicht mehr auf Corona eingehen. Aber was ich sagen will, ist das wirklich so schlimm jetzt alles? Dass du dich wieder in toxischen Kontakt stürzen willst, was wirklich so ähnlich ist wie blind über die Autobahn gehen. Weil das ist, als wenn du blind über die Autobahn gehst und denkst, mich wird schon kein Bus treffen. Ja, aber wahrscheinlich trifft dich ein Bus. Ne? Und dann tut es wieder weh, weil jede Runde wird eigentlich immer toxischer, schmerzhafter. Und die Idee, dass man auf dem gleichen Feld so seinen Minuspol da ausspielen kann, die ist. Aber ich meine, es ist dein Leben, ne? Wenn du sagst, ey, ich habe richtig Bock auf Achterbahn irgendwie, ich richtig Bock auf hier, weiß ich nicht, nochmal so einmal richtig, ja, alles, alle Emotionen durch und ja, go for it, ne? So, weil ich heute wissender bin, als während unserer gemeinsamen Zeit, ja, aber. Wenn das Wissen ausreichen würde, ja, dann würdest du erstmal gar nicht mehr über den nachdenken, dann würdest du mir gar nicht so eine E-Mail schreiben. Und wenn das Wissen ausreichen würde, dann gäbe es meinen ganzen Kanal nicht so, ne? Weil, also nur dieses Wissen ist halt eine Sache, das ist genau, wie viele Leute wissen, dass Rauchen schädlich ist? Wie viele Leute wissen, dass Drogen nicht gut sind? Wie viele Leute wissen, dass, ich weiß nicht, was da noch alles gibt. Die scheißen auch drauf, weil da andere Zentren im Gehirn betroffen sind. Ja, diese Lustzentren, das ist eben nicht so, ah, mal drüber nachgedacht, einmal verstanden, brauche ich nicht mehr. Ja, ist nicht so, ne? Ich habe jetzt eher die Sehnsucht, jetzt auch meinen Benefit zu holen. Welchen Benefit? Denn wir reden ja nur über wahrscheinlich ein bisschen toxischen Sex. Und ist das den Preis wert, wirklich? Und spiele genauso mit wie er. Ja, aber auf dem Spielfeld, würde ich mal sagen, sind die meisten Pluspole unterlegen. Ja, ich höre selbst, was ich gerade damit sage. In der Not frisst der Teufel fliegen. Aber welche Not? Ist die Not jetzt so groß? Bist du so unglücklich mit dir alleine, dass du ja, wieder zur Tankstelle werden willst für jemand anders? Also, was ist da denn dran gewonnen? Also dir geht's schlecht und du willst noch Energie abgeben an jemand anders.
Aber wie gesagt, ich verstehe die Dynamik. Ich verstehe auch, das ist ja, was ich auch schon früher immer wieder gesagt habe, wenn man in einer Entzugsphase ist, ist es gut, wenn das Leben einigermaßen ruhig läuft. Also ich kenne ganz viele, die dann haben sie vielleicht einen kleinen Auffahrunfall und der Ex wird wieder angerufen oder es kommt eine Steuernachzahl, also soll irgendwie mehr Steuern zahlen oder man hat die Arbeit verloren. Also es kommt irgend so ein Einschlag und dann gibt man wieder seinen Schnaps und, ne? Und da ist die Corona-Zeit natürlich auch so. Also ich verstehe diese Dynamik, deswegen wollte ich die, habe ich die E-Mail auch wieder vorgelesen. Ich verstehe die Dynamik total. Es ist beunruhigend, es löst Angst aus und dann wieder der Griff zur Flasche. So. Wenn du es machst, dann mach es wenigstens komplett bewusst und sei dir klar, dass du dafür einen Preis zahlen wirst. Aber einen Preis zahlen wir eh für alles. Also, aber was ich wirklich anregen möchte, ist möglichst bewusst zu sein. Bewusstsein. Und ich glaube nicht, dass du wirklich dir so hundertprozentig bewusst bist, was du da wahrscheinlich gerade tust. Ja, schick mir gern weiter wieder Fragen und Anmerkungen und das goldene Buch des Datings hat ja viel Aufruhr ausgelöst. ja, aber gut. Spaß beiseite. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, verrückt. Also gestern bin ich mal um die Alster gejoggt hier in Hamburg. Und habe ich, glaube ich, gestern schon erzählt, ne? Aber weiß ich gerade nicht mehr. Aber habe ich echt gedacht, Mensch, wenn sie, also wenn die Leute nirgendwo hingehen können und sie gehen alle um die Alster und da sind 10.000 Leute um die Alster, ja, können sie auch alles aufmachen, habe ich gedacht gestern. Also, das ist, ich bin echt mal gespannt, wie das im Frühling noch werden wird. Kann mir gerade schlecht vorstellen, dass man die Leute da so immer im Haus halten kann, aber keine Ahnung, ich beobachte das alles mit Interesse und echt gespannt, wie es weitergeht. Und auf jeden Fall ist es, ja, es ist wirklich auf das sozusagen so ein ganzer Planet und Angst und Schrecken ist, ist wirklich schlimm. Also das finde ich wirklich schlimm und auch alle Leute, die jetzt krank werden und so, ist wirklich, haben da echt mal ein volles Mitgefühl. Das ist echt total, früher hat man ja dann immer nur gedacht, sag ich mal, eine Erkältung oder mal hat man eine Grippe und jetzt ist da dieser ganze Panikblock oben drüber und das ist echt schlimm. Das ist echt total schlimm. Aber gut, wird ja an vielen Stellen genug zugesagt, ich will da auch nichts hinzufügen jetzt, aber es ist wirklich, glaube ich, für viele Menschen, auch die zu Hause jetzt sitzen und für die Decke auf dem Kopf oder auch ins Krankenhaus müssen, also für alle oder keinen Job mehr haben gerade oder versuchen, irgendwelche Hilfen zu beantragen, was scheinbar super schwierig ist und die Server brechen zusammen, das läuft alles nicht und was für Zeiten, meine Güte. Aber gut, wir bleiben mal hier beim Thema und schreibt mir weiter und ich versuche dann, muss ich mal gucken, können wir morgen wieder so einen richtigen Live-Chat machen? Ja, also morgen würde ich mal wieder 18:30 Uhr, denke ich, hier an Bord sein, ein bisschen früher. Okay, wir werden uns wiedersehen. Tschüss.